Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News heute von 14.8. Denn heute sind neue Pferde erschienen, und zwar die neuen Friesen. Deswegen habe ich auch Darkwind rausgeholt, der etwas ältere Friese. Und wir schauen uns jetzt die neuen Exemplare an. Ich bin richtig, richtig gespannt, weil ich liebe die Friesen. Und ja, let's go, würde ich sagen. That's all I need. Die Friesen findet ihr hier am Jorvik-Stall und es ist richtig, richtig viel los schon. Alle wollen sich die neuen Friesen anschauen, denn wir lieben alle Friesen. Anders kann man es nicht sagen. Und ich bin so gespannt, ich bin so gespannt. Da stehen sie. Sehr, sehr cool. Vor allem sind echt richtig, richtig viele rausgekommen. Wir haben 7 Exemplare hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, stehen alle hier. Und jetzt schauen wir uns die alle mal an. Auf den ersten Blick echt viel los. Und ja, kleine Fellunterschiede sieht man direkt auch beim ersten Hinschauen. Das war ja auch schon immer so, dass die alle immer sehr schwarz sind. Und ja, so sind sie halt, ne? Aber es gibt halt so eine kleinen, feinen Unterschiede. Und jetzt gehen wir mal rein. So, da haben wir Friese Generation 3. Hat er nicht wunderschöne Mähne? Ist das nicht toll? Stärke 2, Disziplin 2, Geschwindigkeit 0, Ausdauer 1 und Agilität 2. Ab Level 9 verfügbar. Eine Sorte ist mit Level 1 verfügbar, die anderen alle Level 9. Macht Platz für den Friesen. Die aus den Niederlanden stammenden Friesen sind seit jener als kräftige Arbeitspferde und mutige Ritterpferde des Mittelalters bekannt. Der Friese besticht durch seinen hoch angesetzten Hals, seine lebhaften Gangarten und seine kräftige Hinterhand. Mit seiner beeindruckenden Ausstrahlung ist er ideal für das Dressurreiten und für die große Leinwand. Auf Jorvik werden Friesen seit dem 19. Jahrhundert als Arbeitspferde eingesetzt. Als sich dann Nachkommen des Jorvikschen Königshauses für die Rasse interessierten, haben die Friesen an Prestige gewonnen. Und so erhielten sie den Ruf heldenhafter Rösser zurück und erinnerten heute auf Jorvik an die Ritterlichkeit des Mittelalters. Mit einem Friesen als deinen Gefährten reitest du mit der Tapferkeit eines Ritters und der Eleganz einer Königin. Uhu. So, gucken wir uns mal die Gangarten an, einmal Schritt. Ja, der Friese ist halt einfach elegant, ne? Kann man nicht anders sagen. Dann der Trab, obwohl der Kopf ein bisschen steif wirkt, ne? Der Galopp, der Kanter. Kanter natürlich erst. Die Mähne, wie wunderschön sie im Dings hier, im Wind flattert. Und der Galopp. Und der schnelle Galopp. Finde ich mit dem Kopf schon wieder ein bisschen besser. Wie gesagt, das andere. Alles sehr feststehend, ne, der Kopf. Ich meine, ja, ich weiß, die sind schon so, aber es wirkt hier sehr, sehr feststehend. Raumgreifender Trab, freigeschaltet mit Level 7. Oh, die Pirouette. Sehr schön, wie man das vergleichen kann mit dem Pferd und mit dem alten. Sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich würde sagen, ein bisschen realistischer bei der alten Generation, den Darkwind, den ich jetzt gerade reite, sieht es ein bisschen leichter aus. Aber ich glaube tatsächlich, bei Pferden ist das schon eher ein bisschen realistischer. 950 Starcoins auf jeden Fall. So, das ist die Nummer 3 hier. Gucken wir uns das erste Mal an. Ein sehr, sehr schönes Schwarz, muss ich sagen. Sehr schick. Oh, das ist ja auch toll. Oh mein Gott, wie schön. Ich liebe das, wenn das so ein bisschen heller wird in den Spitzen, die Mähne. Wirklich, wirklich schön. Das ist das, was wir eben gesehen haben. Das ist so eine Mischung aus den beiden, würde ich sagen. Nicht ganz dunkel, aber auch nicht so hell wie das andere. Und dann haben wir hier natürlich auch noch ein wunderschönes Braun. Was schön Fuchsiges. Gefällt mir wirklich auch richtig, richtig gut. Noch ein bisschen heller. Ich wundere mich gerade, dass die Mähne hier so aussieht. Kann man auch die normale Mähne? Ja. Ich finde tatsächlich die normale Mähne noch mit am schönsten. Obwohl, das sieht auch schon cool aus. Aber ich liebe die normale Mähne tatsächlich.
Finde ich sehr schön. Und auch die Farbe sieht richtig, richtig toll aus. Dann haben wir hier noch zwei weitere mit ein kleines bisschen weiß an den Nüstern und in den Augenbrauen. Und ein paar kleine andere weiße Stellen sind da auch noch. Sieht irgendwie ein bisschen aus, als ob es alt wird, ne? Aber auch sehr schön. Und das letzte haben wir auch wieder hier in einfarbig. Auch wieder so ein bisschen so ein Mischmasch aus den ersten. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Also ich bin auch richtig begeistert, was die etwas helleren Farben angeht. Und das hier finde ich auch wunderschön. 950 Starcoins kann man es bekommen. Mega, mega toll, muss ich sagen. Ich bin schon ein bisschen begeistert und eins wird auf jeden Fall in meinen Stall einziehen. Da gibt es dann auch noch ein Pferdekauf-Special. Ich denke, morgen wird es ein Pferdekauf-Special dann geben. Weil ich muss eh erst mal gucken, welches ich mir kaufe. Und ja, seid gespannt, welches es werden wird. Ja, was auch neu ist, ist der Trailblazer Track. Etwas ganz, ganz Neues, was Star Stable jetzt hier reingebracht hat. Und das schauen wir uns jetzt einmal zusammen an. Verdiene dir Trail-Punkte, indem du Quests und Rennen abschließt, dich um dein Pferd kümmerst, Sammelobjekte aufsammelst oder Fortschritt bei deinen Erfolgen sammeln tust. Und dann kannst du nach und nach ein paar tolle Sachen freischalten. Genau, mit dem Erreichen jedes Meilensteins kannst du dir eine Belohnung abholen. Hol dir deine erste Belohnung. Glückhufsleckerlis. Nehmen wir direkt mal mit. Mach einen ersten Schritt Richtung Meilenstein, indem du deine täglichen Trailpunkte abholst. Also wieder ein Grund, täglich ein bisschen Star Stable zu spielen. Ich denke, das ist auch so der Sinn der Sache an diesem Ganzen. Dass sie die Spieler dazu kriegen, täglich immer mal reinzuschauen und ein paar Aufgaben zu erledigen. Tägliche Punkte abholen kannst du hier machen. Und bei 1000 Punkten gibt es dann den nächsten Meilenstein. Da kann man noch eine runde Brille bekommen. Schimmernde Edelsteine, 7 Tage Stallhilfe-Coupon, finde ich super. Weisheit gibt es noch. Was haben wir hier noch? Ein paar Sneaker, noch ein paar andere. Bring mir Licht. Was ist das? Bring mir Licht. Für diese magische Mischung werden Pflanzen vorsichtig ihre magischen Substanzen entzogen. Ihr Funkeln ruft ein Irrlicht zu dir. Diese schnelle Helferin holt dir Gegenstände aus deinem Lager. Das ist ja auch super für unterwegs quasi. Hier noch ein paar Weisheitstränke, Stallhilfen. Dann nochmal ein Barett, also eine Mütze. Noch ein paar Stallhilfen. Samen gibt es auch, ne? Können wir mal wieder Samen pflanzen hier. Reisestaub. Reisestaub ist ja auch toll. Eine faszinierende Kombination aus Pflanzen, aus verschiedenen Biomen, Jorvik Stamm und die erlaubt, große Entfernungen zu reisen. Nicht schlecht. Hose gibt es nochmal, das andere wiederholt sich. Dann gibt es auch noch einen wunderschönen Pullover mit Jacke und ein paar sehr, sehr schöne Ohrringe. Das ist ja toll, aus Schwertern. Und eine kostenlose Aussehensänderung. Mega, mega schön. Sehr, sehr toll. Bin ich schon ein bisschen angetan, muss ich sagen. Und weiteres dazu erfahren wir dann natürlich auch nochmal in einem anderen Video. Denn das werden wir nochmal ein bisschen genauer auf den Grund gehen. Dieser Pass hier endet am 4. September und ich denke, dann gibt es wahrscheinlich auch wieder neue. Und ja, Personen gibt es extra auf den Trailblazer-Track. Wir werden aber alle 6 Monate des Tracks verfügbar gemacht. Okay, alles klar. Sehr schön, finde ich super. Den Shortcut dazu haben wir mit unten hier in der Leiste. Natürlich haben wir auch ein bisschen neue Kleidung mit dazu bekommen. Und zwar sehr schöne Kleidung, wie ich finde. So, ein bisschen im barocken Style. Ja, eine wunderschöne Maske. Kann man mal machen, ne? Oder hier einmal komplett vors Gesicht. Mit einem richtigen Outfit, denke ich, sieht das auch schon ziemlich cool aus. Die Schuhe sind wieder ein bisschen bedürftig? Nee, das ist das falsche Wort. Geschmackssache. Auch die Hose dazu, also das ganze Barocke, ist schon irgendwie ganz cool. Aber es ist halt auch wirklich Geschmackssache, muss man sagen. Wer es mag, go for it. Es ist echt sonst ganz schön. Ist schön gemacht. Mein Style ist es, glaube ich, eher nicht ganz so. Außer das Zubehör, das finde ich richtig, richtig schön. Auch Pferdesachen sind ein paar neue dazugekommen. Ich weiß gar nicht, ob du das jetzt sagen kannst. Nee, das kannst du nicht tragen, das kannst du auch nicht tragen. Kannst du das tragen? Ja, das kannst du zumindest tragen. Ja, leider ist der alte Friese hier ein bisschen benachteiligt mit den Sachen. Und das wäre dann wohl eher was für den neuen Friesen.
da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Aber ja, die Satteldecke sieht zum Beispiel auch sehr schön aus. Die beiden Satteldecken, das gefällt mir ganz gut. Ich denke, da kann man eine echt ganz gute Kombination mitmachen. Das war's dann auch schon für heute. Und ja, nächste Woche geht es weiter mit den Soul Ridern. Da können wir dann wieder ein paar neue Aufgaben beim Trainieren machen, beim Druidentraining da oben. Obwohl, ich glaube, es ist nicht richtig das Druidentraining, sondern das Soul Rider Magietraining, würde ich es eher sagen. Und ja, bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder mit dem Pferdekauf-Special. Und dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Oh, checkt übrigens auch meinen TikTok-Kanal, denn da gibt es auch nochmal extra kleine TikToks zu den ganzen Sachen. Und ja, ich würde mich auch freuen, euch dort zu sehen. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.